Bei Zusammenstößen zwischen ägyptischen Sicherheitskräften und Anhängern des gestürzten Präsidenten Mohamed Morsi in Kairo sind am Mittwoch nach Angaben der Demonstranten zahlreiche Menschen getötet worden. Die Morsi nahestehende Muslimbruderschaft sprach von 30 Toten und machte die Polizei dafür verantwortlich. Auch Augenzeugen berichteten von mindestens 15 Toten in einem Lazarett. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es nicht. Die Sicherheitskräfte hatten zuvor nach Agenturberichten mit der Räumung von zwei Protestlagern begonnen. Sie schossen mit Tränengas auf die Demonstranten, die mit einer Sitzblockade gegen die Absetzung Morsis protestierten. Seit dem Sturz Morsis am 3. Juli kamen mehr als 300 Menschen bei Zusammenstößen mit den Sicherheitskräften ums Leben. Morsi war im Juni 2012 als erster frei gewählter Präsident Ägyptens an die Macht gekommen.